Hallo zurück zum Let's Play Expeditions Rome. Wir sind jetzt zurück im Kriegslager von Lucullus und erstatten nun Bericht nach der Rettung von Thermus. Den habe ich ja schon ins Lager begleitet, der sollte da irgendwo im Zelt rumlungern. Da ist er, glaube ich. Son, what you did today was extraordinary. I wish your father were here to witness it. Schieß jetzt hier rein. Mein Vater wurde ermordet, Imperator. Da bin ich mir sicher. Und ich weiß nicht einmal warum. Grim news that was. But I think I may soon have an answer to that question. Was für Antworten. In time. Let us first finish the task at hand. Vengeance can wait for now. Your skill in saving lives is clearly as good as your skill in dispatching them. In my wounded state, I'm in no shape to command the Legion. And after your actions today, the Legionari consider you a hero. You saved their lives. In return, they are willing to die for you. I hereby promote you to Legatus. Oh. Spannend, spannend. Aber der will mich wohl veralbern. You have shown an aptitude for command. Do not be surprised. Your aim should be to take Mytilene as quickly as possible. With Archelaus in charge of its defenses, this will be no easy task. For now, suffice to say, I have other business to attend to. Der Archelaus, wer ist denn der Typ? The favorite general of Mithridates. One of the finest military minds in the world. His defeat will be a great blow to Pontus. That is up to you. Gather your advisors and plan your attack the way you see fit. You are in command now. Ja, da war vielleicht schon ein Spion unterwegs. Archelaus will expect us to be rattled after that ambush. A direct assault will seem impossible to him, which is why we need to attack now. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ja, der Roleplay-Aspekt habe ich schon wieder vergessen. Ich wollte ja da eher der arrogante Typ raushängen lassen. Ich mag jetzt nicht mit diesen Typen reden, die erzählen viel über die Geschichte, Kontext zum Game, auch wirklich, ich denke, auch historisch korrekte Sachen und unkorrekte. Ja, jetzt besuchen wir mal unser liebes Heereslager. Da stehen noch die Teammitglieder. Und ab auf die Weltkarte. Ja, die Dialoge da sind ein bisschen dominant, sag ich mal, für so Nebendialoge. 4800 kämpfende Männer für eine Legion. Das wäre doch mal was. Ja, die lieben Medizinerinnen bereiten einen schon Sorgen. Awe, Legate! Welcome to the camp. I hope you will find everything to your satisfaction. I am Turius Orestes, the Primus Pilus of Legio Victrix. And I am Ignatius Naso. I serve as the Prefectus of this proud legion. Please don't think I'm sucking up when I say that the way you took command during that ambush was some of the finest leadership I have seen in my career. I am in agreement, Orestes. And it takes much to impress two jaded old soldiers like us. Ja, da stehe ich natürlich drüber. Gegen außen, innerlich. Nee, habe ich gerne Lob. As you wish, Legate. Suffice to say, Naso and I are at your service. We have served together on many campaigns. You can trust us.
Wann wurde diese Legion ausgerufen? Victrix is a new legion, raised by Consul Lucullus, specifically for this campaign. The men are young and lack experience, I'm sorry to say. Ah, but they are eager to fight and make names for themselves, my friend. Don't underestimate the value of that. Na toll, Durchhalteparolen zu Beginn. Ja, wir haben einen Auftrag. That sounds like a job for your Primus Pilus. Indeed. Please follow me. We will select a few worthy Centuriones to lead the Legion in battle. Einige Zenturionen, die kriege ich hier aus diesem Zelt. All is well, I hope. Adios. Ja, jetzt muss ich da quasi Heeresführer oder Kommandanten auswählen, die ich dann aber später auch zur Gruppe hinzufügen kann. Und auch die haben Skills, dann habe ich zu Beginn in meinen ersten Durchläufen ein bisschen zu wenig Beachtung geschenkt. Ja, sicher mal möchte ich jede Klasse haben. Man sieht hier wieder der Plankler Veles, Bogenschütze, das sind die Lanzenträger, Sanitäter und die Schildträger. Dann sieht man, die haben dann verschiedene Attribute, die kommen später zum Zuge. Ich möchte doch Marcus Petronius nehmen. 100 Denari. Gönnen wir uns. Jetzt habe ich Schildträger und Kavallerie abgedeckt. Das wäre dann Infanterie. Ich will ja einen anderen Kollegen nehmen. Ist halt schon immer spannend, wenn die da diverse Attribute noch haben. Jetzt bin ich gerade überfordert. Nehmen wir Logistik, ist sicher mal nicht schlecht. Oder bleibt mir fast nichts anderes übrig, denn da unten kommt auch noch Infanterie. Auch nochmal Logistik. Okay, Bogen. Was haben wir denn noch? Infanterie. Ah, habe ich überhaupt Belagerungsmöglichkeit? Nee, habe ich nicht. Also, dann hat sich das erledigt. Dann nehme ich hier sicher den mit den meisten Skills. Und das sind auch andere als unser lieber Petronius hat. Sehr gut. Dann brauche ich einen Logistiker. Sperr. 5% schneller, das bringt mir jetzt eigentlich nicht viel. Habe ich denn schon einen Mediziner? Das wäre vielleicht noch was. Ja, dann, wieso kostet der nur 50? Ohne Abzug auf die Geschwindigkeit. Ah, selbst teilen. Dann kaufe ich den, der ist immerhin günstig. Und jetzt noch den lieben Bogenschützen. Aber das
kommt dann cool. Ja, so Draufgänger brauche ich eigentlich nicht. Also Legionsboni. Weil die Moral, das wird man dann sehen, ist schon ein bisschen anstrengend. Jetzt habe ich das immer aufgefüllt, aber ich denke, das war dann schon ein bisschen viel, wenn ich jetzt hier 4000, ich kann nicht mal ausgeben, dann lasse ich das mal bleiben. We're a little bruised after the ambush. But Mytilinae is poorly defended from a land assault. And this time, they won't catch us with our pants down. Ja, ich werde den Angriff natürlich höchstpersönlich anführen. Agreed. A small elite unit would be ideal to hit the enemy command structure. Let's talk about the assault once we get the lay of the land. I will prepare the Legion to march on your orders. Vielen Dank, dann machen wir uns mal auf. Ich habe zu essen, ich habe noch Sklaven. Ausrüstung gibt's nichts Neues. I can't believe that idiot led us into an ambush like that. Ja, und die Macher vom Spiel haben sich natürlich, kann man sagen, einfach gemacht. Sie sagen auch, die Lager sehen eigentlich ähnlich aus, wenn nicht gleich. Man kann nichts frei bauen, weil halt die Römer auch strukturiert gebaut haben. Also, aber es ist in Ordnung, finde ich. Es sieht cool aus. Man kann ein bisschen was machen, produzieren und so im späteren Verlauf. Alles gut. Jetzt schicke ich hier die Legion los. Zwei 6 gegen 1,5, das sollte machbar sein. Zeit läuft erst weiter, wenn ich mich auch bewege. Ah, ich wollte noch gerade was schauen. Aber dann entscheiden wir doch mal den Kampf. Ja, dann schauen wir doch mal. Die Plünderung, ich habe noch nicht recht gesehen, wie das so funktioniert. Manchmal rappt man ordentlich was ab. Aber ich habe auch noch Mittel gespielt, das war wohl auf dieser Schwierigkeitsstufe. Er könnte ein bisschen mehr Loot gewinnen hier. Aber ich glaube, es gibt auch mehr XP für die Freunde, die hier die Führung übernehmen. Und ich möchte entweder den oder den boosten. Dann nehme ich jetzt mal den Bogenschützen. Coole Friese. How do you wish to deploy? Ja, im Verlauf der Schlacht kann man dann diverse Taktiken einsetzen. Es sind eigentlich immer drei Listen zur Auswahl. Das werden wir dann sehen. Kann man dann auch produzieren oder sich aushacken. Und ja, die Schlacht dauert irgendwie 4 Runden oder 3 Runden. Und wer am Schluss weniger hat, hat verloren. Oder dann der Siegespunkt erreicht ist. Es ist ein bisschen komplex. Ich kapiere auch noch nicht alles, aber das passt schon. Hab noch jede Schlacht gewonnen. Starttaktik. Risiko muss ich eigentlich nicht verringern. Ich kann jetzt da ein bisschen draufgängerisch reingehen. Mache ich doch mal.
geht's dann hier oben los, dann kommt der Schlachtablauf. Aetina Rapivia, Reliquita Inter Manipulus! Eben, soweit ich verstehe, haben meine Bogenschützen getroffen, die Kavallerie aber nicht. Daraus ergibt sich der Schlachtenverschleiß bei ihnen. Und so weiter. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Oh, alles fehlgeschlagen. Das schlägt auf die Moral und auf die Mannstärke. Ja, das Abtasten ist vorbei. Battle is joined. How shall we proceed? Ja, wir sind arg in der Überzahl. Ich habe gar nicht mehr so viel Verteidigung, wie mir ist. Ich mache jetzt lieber noch einen deftigen Ansturm und gebe denen schon mal ordentlich was mit. Und ich kann auch einige Schritte überspringen. Geht auch ganz praktisch. Naja, groß ändern kann man eh nichts mehr da. Oh, jetzt haben die noch Verstärkung auf den Plan gerufen. Ist jetzt hier nicht wirklich ersichtlich. Oh ja, ich will da ein bisschen die Moral boosten. Wie man sieht, sind die noch ein bisschen angeschlagen. Starte! Starte! Ja, ich kann da... Ah, man hat doch die grüne 50 gesehen, das ist irgendwie... Wenn vermisste Soldaten auftauchen oder Verletzte doch nicht so schlimm verletzt sind. Ich zeige keine Gnade. Ich könnte die jetzt verfolgen. Gib mir ein bisschen Moral, ja, ja. Instante hostibus! Eos persequibini! Alle haben überlebt, das würde jetzt hier... ersichtlich werden, wenn einer sterben würde. Ja, jetzt sieht man, gar nicht mal schlecht. Meistens bin ich da so 1 zu 4 oder so im Verhältnis oder was auch immer. Die machen eben auch ein bisschen Erfahrung. Das ist so die Vorausplanung. Zuerst wird er jetzt diese Erfahrung hochpushen. Und dann den Skill lernen und dann weitergehen. Beute. Überschaubar. Sklaven, noch mehr Geld. Die Region besetzt. Das heißt, wir können jetzt in die neue Garnison gehen. Also die neue, wir haben immer nur ein Feldlager zur Verfügung. Das platzieren wir dann und bauen es ratzfatz auf. Jo, dann gehe ich doch zu meinem Primus Lanzus. Primus Pilus. Oh, habe ich wohl verklickt. Ja, hier ist noch der Händler. Ich kann jetzt hier zum Beispiel einen Sklaven verkaufen, für 54 machen wir.
Und ja, ich kann da auch einkaufen. Habe ich noch nie groß benötigt. Geld ist natürlich immer gut zum Verkaufen. Man sieht auch, Rationen sind etwas knapp. Ich kann jetzt meinen Typen etwas geben. Ja, machen wir doch 59. Gibt immerhin wieder etwas Geld. If what I hear is true, you won't have to wait long. The IRA. Have you seen the new Legatus? I have not. Have you? It's weird. There's been no formal interest. To simple men, conquest seems trivial. You, on the other hand, recognize the intricacies of such an operation. Ist doch klar, als geborener Anführer. That certainly appears to be the case. But let us not arrange the triumph quite yet. We have encircled Mytilene, but we still need to take the city itself. Archelaus is an arrogant man, but nevertheless a skillful general. It's a problem we occasionally face. It's a daring plan. If you succeed, we will save many legionari. As always, we are ready to march on your order, Legate. Eben, man kann sich dann da entscheiden, wie man vorgehen will. Ob reinschleichen und zuschlagen oder an der am Haupttor klopfen und zuschlagen. Ich finde jetzt am Haupttor ist es eigentlich besser. Soll ich schon da rausgehen? Weil da ist man dann nicht von den Verbündeten getrennt und hat etwas mehr Manneskraft an einem Ort und Archelaus ist schon Brocken und beschäftigt mich immer wieder. Also, dann würde ich sagen, das kommt dann sauber in die nächste Folge. Ist jetzt etwas kürzer, aber es gibt dann auch etwas längere, da bin ich mir sicher. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Freude bei dem, was ihr macht. Bis bald.